Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Behind-the-Scenes-Video. Heute geht es rund um mein letztes Musikvideo und wie wir das Ganze gedreht haben. Wie einige von euch vielleicht schon wissen, habe ich das Ganze natürlich nicht komplett alleine gemacht. Das wäre auch viel zu viel Arbeit gewesen. Wir hatten wirklich nur ein Wochenende. Geholfen haben mir natürlich Elias, Anna, Sophie und Charlotte. Und auch Simon hat natürlich mitgeholfen. Und ein Riesendank geht natürlich auch noch raus an Caillou, der uns die ganze Musik zur Verfügung gestellt hat. Wie ich bereits schon gesagt habe, hatten wir 2 Tage Zeit. Also wir hatten ein Wochenende und im Prinzip wirklich nur Samstag und Sonntag und wollten da drin alles drehen. Am ersten Tag bin ich also direkt zu Elias gefahren und gegen Mittag bin ich dann so angekommen und wir haben uns kurz begrüßt, eine kleine Besprechung gemacht, was wir denn alles so wie machen wollen. Vor allen Dingen mit den Unterwasseraufnahmen war das ja so eine schwierige Sache, weil, naja, wir hatten halt wirklich nur begrenzt Zeit unter Wasser und wir brauchten eigentlich, das halbe Video spielt halt unter Wasser. Das war halt wirklich hart, da möglichst viel Footage rauszukriegen, was auch sehr brauchbar ist. Ein Glück hatte Elias natürlich sein Unterwassergehäuse für die Sony A6000 und das hat natürlich auch perfekt für meine Sony A6300 gepasst. Also haben wir uns einfach dafür entschieden, meine Kamera zu nehmen, weil es halt einfach die bessere Bildqualität aufnehmen konnte. Und wir haben tatsächlich alles, was nicht in Slow-Mo war, in 4K aufgenommen und ansonsten in 120 Bildern pro Sekunde, damit wir unter Wasser wirklich die meiste Zeit rausschlagen konnten. Ja, dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir ja diese eine Szene, also so sollte es im fertigen Video aussehen, dass Sophie aus dem Wasser rauskommt, auf diesem Bett liegt und komplett trocken ist. Das ist natürlich so nicht machbar, deswegen haben wir uns schon im Vorhinein gedacht, okay, das machen wir halt rückwärts sozusagen und spielen das dann rückwärts im Video ab, sodass es halt so wirkt, als ob sie aus dem Wasser rauskommt, aber in Wirklichkeit haben wir sie einfach ins Wasser getunkt. Das wollten wir am ersten Tag machen, weil das war wirklich so das Schwierigste. Vor allen Dingen von den Props her und so weiter war das wirklich mit am aufwendigsten. Am ersten Tag haben wir also folgende Sachen gemacht. Wir waren bei der Location, haben einen kleinen Location-Check gemacht, sind danach dann wieder zurück, haben etwas Essen gekauft für die ganze Crew, weil nichts ist schlimmer als eine hungrige Crew, ja? Lasst euch das gesagt sein. Und das macht einfach keinen Spaß dann. Danach haben wir unsere ganze Crew vom Bahnhof abgeholt, also die Leute, die ich schon vorhin erwähnt habe, sind dann raus zur Location gefahren. Das alles natürlich mit einem übervollen Auto. Das war echt nicht schön. Wir hatten nur so eine kleine Mercedes A-Klasse. Mussten da wirklich alles reinpacken. Nicht nur das Kamera-Equipment, sondern auch das ganze Bettgerüst und verschiedenste Schwimmkörper und sowas. Und das hat absolut nicht passen wollen. Da haben wir wirklich bis zur Decke gestapelt. Das war echt verrückt. Die Fahrt war sehr chaotisch. Genau, wie ich schon gesagt habe, wollten wir mit der komplexesten Szene anfangen. Das war natürlich die, wo wir Sophia aus dem Wasser ziehen. Ich zeige euch mal unseren ersten Versuch oder könnt ihr ja selber sehen, was wir da alles falsch gemacht haben. Wir hatten zunächst erstmal das Bettgerüst, da drauf noch eine Matratze und dann nochmal eine richtige Zudecke. Und da lag Sophie dann sozusagen wie in einem richtigen Bett drin. Und wir hatten einen Tisch in den See gestellt, sodass Elias sich wirklich komplett auf die Kamera fokussieren konnte und ich einfach allein sozusagen Sophie vom Tisch ziehe und dann das ganze Gerüst mit ins Wasser fallen sollte. Im Endeffekt, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Es hat sich so schnell vollgesogen. Sophie ist überhaupt nicht untergegangen. Und wir hatten einfach nur so einen richtigen crappy Shot am Ende des Tages. Es geht einfach nicht. Ich schwimme. Sie geht einfach nicht unter. Nein! Damn. Alter Falter. Boah, es ist tiefer. Na, du gehst nicht unter. Hey Leute, kurze Message aus dem Schnitt. Ich habe festgestellt, dass über 90% meiner Zuschauer gar keine Abonnenten sind. Also wenn euch dieses Video hier gerade gefällt, dann würde ich mich super über ein Like oder ein Abo freuen. Damit unterstützt ihr nicht nur mich, sondern auch... Ja, also eigentlich unterstützt ihr nur mich. Aber ihr habt keine versteckten Kosten, ja, kriegt immer neuen Content, werdet informiert,
Ne? Also dann weiter mit dem Video. Ja, dann hat es angefangen mit Regnen. Wir haben das ganze Zeug einfach alles schnell zusammengepackt. Hatten davor natürlich auch noch eine riesen Vorbereitung. Also der Tag war wirklich vorbei. Wir haben es einfach im Wald liegen lassen, damit wir es dann am nächsten Tag abholen können, weil wir wollten es einfach nur noch vom, wir wollten einfach nur noch vom Regen fliehen im Endeffekt. Genau, dann sind wir wieder nach Hause und haben gemerkt, oh, jetzt haben wir aber wirklich wenig Zeit, weil jetzt war nur noch ein Tag übrig. Wir hatten noch eigentlich das ganze Video vor uns und nichts wirklich im Kasten. Also haben wir uns natürlich am Abend hingesetzt und haben den ganzen nächsten Drehtag nochmal sehr ausführlich geplant. Uns war natürlich bewusst, dass das super, super stressig wird, aber wir wollten das auch unbedingt fertig machen, das Video. Außerdem haben wir uns eine neue Konstruktion überlegt, wie das Ganze ja, ins Wasser tauchen leichter sein könnte. Und haben die dann schon konzeptioniert so ein bisschen, wie wir es machen könnten. Und am nächsten Tag haben wir uns dann direkt daran gemacht. Der nächste Tag lief wie folgt ab. Zunächst sind wir zur Location rausgefahren, wieder haben das ganze Zeug eingeladen, haben uns eine nächste Location angeguckt, weil einerseits war natürlich der Shot nicht drin an der Location, andererseits hatten wir auch das Problem, dass das Wasser einfach wirklich super trübe war. Also es ging gar nicht. Man konnte kaum was unter Wasser sehen, es war nicht schön. Deswegen haben wir uns einen anderen See noch rausgesucht. Dort konnten wir dann tatsächlich gute Aufnahmen erreichen. Und da haben wir erstmal geschaut, okay, wie können wir hier filmen, wo ist eine ungestörte Stelle, wo haben wir Platz, uns auszubreiten und so weiter und so fort, der ganze Location-Check. Dann haben wir das ganze Zeug wieder ins Auto geladen, sind zurückgefahren und haben es dann auf den Sperrmüll gehauen. Alles das, was wir nicht brauchten, den Tisch, der war komplett zerstört. Ja, alle, als der einmal in dem See stand, war der so aufgeweicht, da sind einfach alle Beine abgefallen. Das ging gar nicht mehr, also das konnte man nur noch auf den Sperrmüll hauen. Genau, dann waren wir wieder zurück zu Hause, haben uns Mittag gemacht und sind dann direkt an die Arbeit gegangen, voller Tatendrang und haben dieses neue Bettkonstrukt gebaut. Wir haben zuerst oben und unten ein paar Latten abgehauen, damit wir halt wirklich gut greifen können und haben dann rundherum einfach nur ein Bettlaken getackert. Einen kleinen Hammer geholt. So, das hier müssen wir noch ein bisschen Panzerband drüben. Damit das so ein bisschen aussieht wie ein Bett. Und wie gesagt, das ist ja das Gute an Filmen oder an Musikvideos. Es soll ja nur wirklich so aussehen, als ob es wahr wäre und nicht die Realität wirklich darstellen. Anfänglich haben wir auch wirklich gedacht, hey, wir schneiden noch ein Loch in die Mitte rein, da wo Sophie dann drauf liegt, damit wir sie halt einfach mit einem Gurt oder sowas festmachen können. Das Problem war dabei, dass das ist natürlich nicht cool, wenn man unter Wasser festgegurtet ist und man will wieder auftauchen. Deswegen haben wir uns am Ende dafür entschieden, dass sie sich einfach festhält am Bettkonstrukt und dass es so funktionieren kann. Gegen 14 Uhr haben wir also das ganze Zeug ins Auto geladen, unsere neue Bettkonstruktion, und sind zum noch einen anderen See gefahren, um dort die ganzen Unterwasseraufnahmen abzuhaken, weil dieser eine See, den wir uns dann nochmal ausgesucht haben, der war wirklich super, super klar. Das heißt, dass man unter Wasser wirklich am meisten sehen konnte. Wir hatten geniales Wetter, super schöner Sonnenschein und es waren halt optimale Bedingungen wirklich. Und da kamen auch die selbstgebrachten Gewichtgürtel wieder zum Einsatz. Elias hat einfach einen normalen Gürtel genommen und dann halt seine ein paar Gewichte drauf geschoben. Und das waren dann unsere Tauchgürtel, damit wir wirklich lange unten stehen bleiben konnten unter Wasser und nicht zu schnell aufgetaucht sind mit der Kamera. Der Dreh an dem See verlief eigentlich super und wir lagen wirklich richtig gut in der Zeit und machten dann auch ordentlich Fortschritte. Da sind wir auch schon zum vorhin schon besprochenen See gefahren und auf dem Weg dorthin haben wir dann noch Simon aufgepickt. Am See angekommen haben wir uns also direkt auf die Szene vorbereitet und wir hatten halt auch nur noch einen Versuch, da Sophies Haare ja trocken sein sollten am Anfang und das ganze Kleid auch trocken sein sollte und
deswegen hatten wir halt wirklich nur einen Versuch und wir wollten auch nicht nochmal danach lange warten, weil das war auch einfach nicht mehr schön, wenn man dann mit den ganzen nassen Sachen da rumsteht und wartet. Das war nicht so cool, deswegen ein Versuch. Und wir haben es ein Glück auch gut hingekriegt. Tatsächlich haben wir es beim ersten Mal hinbekommen und so sah das Ganze dann aus. Jetzt waren halt wirklich nur noch die Lagerfeuerszenen auf der Liste und das konnten wir ganz souverän abhaken. Wir haben einfach Elias Gimbal genommen und das war, glaube ich, ein Fayotech Gimbal, aber ich weiß nicht mehr genau welches. Vielleicht blende ich das jetzt hier nochmal ein. Und das war wirklich sehr souverän. Wir haben ein paar Close-Ups gemacht, sind Elias einmal und Sophie und Lotte einmal rumgegangen und dann haben wir unsere Coverage gehabt im Endeffekt. Weil smooth war es halt vom Gimbal sowieso und das Lagerfeuer hatte noch für die nötige Helligkeit gesorgt in der Nacht. Also das hat auch super funktioniert. Und dann hatten wir noch ein paar Catch-Up-Shots zum Schluss gemacht. Das heißt, dass wir einfach noch so zum Zwischenschneiden ein paar Aufnahmen gemacht haben, wie Sophie halt praktisch im Wasser schwimmt oder verschiedenste Sachen macht. Einfach nur zum Zwischenschneiden. Genau. Gegen 20 Uhr haben wir dann mit den Lagerfeuerszenen begonnen und das hat alles super funktioniert, weil natürlich auch die Lagerfeuerszenen mit am simpelsten waren. Als dann alles abgedreht war, haben wir den Tag noch etwas am Lagerfeuer ausklingen lassen und ich für meinen Teil bin danach einfach nur noch ins Bett gefallen. Es war ein sehr anstrengender, aber auch sehr, sehr schöner Dreh und wir hatten echt Glück, so eine motivierende Crew zu haben und es hat mir echt super viel Spaß gemacht, also wirklich. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die da mitgeholfen haben. Und Elias verlinke ich auf jeden Fall nochmal in der Beschreibung. Also checkt ihn auf jeden Fall auch aus, weil ohne ihn wäre das Ganze hier überhaupt nicht möglich gewesen. Er hat wirklich die ganze Crew zusammengestellt, die Idee vom Video gehabt und auch das nötige Equipment, um das überhaupt auszuführen. Also riesen Dank nochmal an Elias und mega cool auf jeden Fall von dir.